Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von der Minecraft Ultra Hardcore Season. Jetzt habe ich gerade so richtig schnell geredet. Ja, gemeinsam natürlich mit Tim. Der ist auch wieder mit dabei. Hallo! Moin! Deine Kartoffeln sind auch schon gewachsen, das ist nice. Ja, in der letzten Folge habe ich gerade eben zwei Diamantenquellen gefüllt nebeneinander. Hier war einmal und dann war da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, knapp 10 bis 12 Blöcke und war nochmal eine Diamantenquelle. Wir haben allgemein richtig viele Diamanten beim letzten Mal gefunden, das ist mega gut. Das heißt, wir müssten, wenn du jetzt wirklich, wie viel hast du insgesamt? 12 Stück. Insgesamt? Insgesamt nochmal. Dann kommen wir jetzt auf 26 und damit geht sich schon einiges aus. Das finde ich gut. Und alles in einer Reihe. Sondern ich habe zum Glück einige Eichensetzlinge mitgenommen. Ich nutze es kurz mal, um den Komposter zu füllen. Und habe Knochenmehl. Easy. Nutze ich gleich mal, um das Zuckerrohr wachsen zu lassen. Weil somit habe ich jetzt dann auf alle Fälle einen Zaubertisch für uns. Oh, ich habe auch schon 17 Level. Gönn. Gönn auf alle Fälle. Ich baue kurz mal in die andere Richtung. Das hättest du mir sagen können, Junge! Ich hab grad richtig genoobt. Was denn? Ich hab grad richtig genoobt. Lapis gefunden? Nice, gönn, Lapis. Gut, damit ist der Plan hinfällig und ich will an der Stelle erwähnen, dass mit dem Melonen hat sich ein Zeitchen auch mal erledigt. Wieso, was hast du gemacht? Das hättest du mir sagen können, dass da Wasser auf der anderen Seite ist. Was hast du gemacht hier? Warte mal. Da ist ein Ender. Was hast du gemacht? Ja, ich habe eventuell vielleicht, ich wollte die, aufgrund Zuckerrohr, dass wir mehr haben, wollte ich gerade auf die andere Seite umleiten. Und da war aber die Wasserquelle, an die habe ich nicht mehr gedacht. Das heißt, im Endeffekt einfach nur, ich habe gerade die Melonensamen versehentlich geflutet. Wir haben jetzt keine Melonen mehr. Doch, dann später schon wieder, aber dauert jetzt ein Zeitchen. Ach so, wir haben aber noch Samen gehabt. Ja, aber ich habe gerade nur ein bisschen genoobt. Deswegen, ich sag mal so, es ist ein bisschen zeitverzögert jetzt. Jo, sollen die nicht komplett weg sind, ist ja noch alles okay. Wenn die verschwinden, weiß schon, Alter, dann warten wir. Nee, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. So dumm bin ich schon nicht, obwohl würde ich mir zutrauen. Mach's mich irre, ey. Oh, Kartoffel hat sich auch eine verabschiedet, hoppala. Dann hätte ich jetzt einfach in die Lava springen müssen, einfach nur. Aus Angst. Bitte tu das nicht. So. Mach ich nicht. Niemals. Niemals mit 12 Diamanten. Komm, gib Glück. Gib Glück. Nein! Oh Mann. Müssen wir doch noch ein bisschen warten. Ganz schön, Harry. Ich höre gerade, du enchantest. Haben wir irgendwas? 20 Level der. Was mache ich überhaupt? Tim, könnte ich ein paar Melonen vielleicht verwenden dafür, dass ich kurz einmal Knochenmehl ein bisschen versuche rauszuholen? Wie viel Melonen haben wir noch? 10. Ich würde jetzt 5 mal verwenden. Nee, wie viel Melonen haben wir noch? 3 sind angebaut, jetzt ganz normal, und wir haben noch genug Kerne und alles. Das wird sich ausgehen. Ich würde das nur verwenden. Wie viele Kerne haben wir? Sag weiß ich jetzt Zahl. Nicht. So, ich habe Knochenmehl, alles gut. Ich wollte einmal bezüglich, damit ich mehr Zuckerrohr auf einmal anbauen kann. Wenn wir keine Melonen haben, Markus, dann war das mit dem Trinken gewesen. Dann können wir die Season nur wirklich abschreiben, weil dann werden wir eh nicht gewinnen. Nee, eigentlich dann nicht. Weil dann sollte man die verwenden, die wir noch haben. Draußen ist. Nee, ist alles gut. Hat sich erledigt. Ich habe übrigens sau viel Holz mittlerweile. Und ich brauche jetzt mal hier Papier. Jetzt mache ich hier ein Buch. Jetzt gönne ich mal Diamanten. Und jetzt mache ich mir einen Zauber... einen Zaubertisch. Und ich würde sagen, den baue ich einfach mal ein bisschen weiter unten. Junge, mein Körper ist voll mit Stacks von Kobbel. Na, ich baue hier dann den Zaubertisch mal rein. Alter, ich hab wieder 13 Eisen, ich mach jetzt wieder eine neue Spitzhacke. Da war wieder Kies, super, wow. Ich hasse es. Warum ist hier überall so viel verdammtes Kies? Das weiß ich auch nicht. Also oben haben wir so viel Kies, Alter, und in der Höhle so. Ja, das regt mich ja. Da schon wieder, ich krieg gleich einen Heulkrampf. Na gut, aber wir hatten vorher. Hatten wir in der ersten Staffel, weiß ich noch, hatten wir übelste Kiesprobleme, weiß ich noch. Oder hatten wir so lange gebettet, um. Ja, das ist mal. Das war mal. Das war mal vor 5 Tagen. Ich baue hier jetzt so schön den Zaubertisch hin. Und das war mal vor 5 Tagen. Ja, passt schon. Ich baue hier jetzt den Zaubertisch erstmal hin. Dann kann man später Bücherregale machen. Und soll ich schon mal. Du hast Lapis, oder? Ich habe 54 Lapis. Ach, Rotze, kannst du hochkommen vielleicht? Gleich.
Ich kann gerade nirgendwo hin. Ich habe gerade eine gute Ader für Diamanten. Wenn ich jetzt gehe, hassen mich die Diamanten. Und dann sagen sie so, du Hurensohn, warum gehst du? Wir haben ja alles vorbereitet. Unsere riesen Stacks von Diamanten. Ich habe übrigens noch genau 10 Obsidian, reicht dann später fürs Portal. Ich zünd's natürlich nicht. Oder ich baue es auch noch gar nicht diese auf. Diese scheiß Enderaugen, Alter. Die Enderaugen werden auch noch so heftig. Ja, die Endermen werden dann eine andere Geschichte, aber wenn wir mal Goldäpfel haben, relativ viele. Eigentlich sollte man nur an dieser Season, also an dieser Challenge, eigentlich nur scheitern an den Tränken. Endermans. Oder an Enderman, ja, genau. Naja, eher an die Tränke bezüglich. Ja, ich komme dir mal entgegen. Könntest du wirklich mal hochkommen und dass wir endlich uns mal ausrüsten, ein bisschen besser? Gleich. Das ist dein Traum. Das ist dringend. Hallo, wir müssen weiterkommen. Ich kann gerade nichts tun, da wäre die Folge langweilig. Warte, komm ja. Wenn ich mich übrigens nicht verzählt habe, dann müsste das die vierte sein, die wir jetzt haben. Das heißt, wir sind schon gut dabei. Komm her. Ich sehe deinen Namen noch nicht mal. Musst du? Steht dein Name. Ja, du bist ja da weitergegangen, wo ich meinen Gang hatte, oder? Nee. Gab dich einfach zu mir durch hier schnell. Hey, ich seh dich ja nicht mal. Ach so, da hinten. Wow, wo bist denn du hingelaufen? Ach, der hat einen komplett eigenen Höhlengang gemacht. Ja gut, das sag er gleich. So, warte mal. Warte mal, wo hast du dich da hingebaut eigentlich? Ach so. Grab dich einfach durch. Ja, da hinten ist eigentlich der Eingang sonst, aber hier, bau dich doch einfach hier durch. Hier, gleich neben dir. Ja, ich denk mir nur, wie bist du da hingekommen? Ich bin gerade mega lauf am Bier. Ah, da kommen wir dann zusammen. Hallo. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Lapis, bitte. Oder? Warte. Geh doch weg. Jetzt mal ein bisschen besser aussieht, ja. Nice. Dass man besser aussieht, oder? Dass man besser durchgucken kann. Sonst läuft man irgendwo noch ein Zombie rein und bumm, war weg gewesen. Also Zombies ist tatsächlich meine geringste Sorge, solange die kein... Oh, da oben ist Lapis, hat sich erledigt an der Stelle. Siehst du? Genau. Wie gönnt. Hat sich erledigt an der Stelle. Okay, du hast mir Lapis auf eine gewisse Art und Weise verschaffen. Ich kann dir trotzdem meinen Lapis geben, dann kannst du es mal oben bringen. Ich kann dir auch meine Diamanten erstmal geben, dass du nach oben bringen kannst. Ja, ich save einfach mal alles. Bring das mal nach oben. Das. Ja, wer braucht eine Lore, wenn man mich hat? Nach oben bringen. Feuersteine kannst du schon mal nach oben bringen, dann können wir wieder Pfeile craften, wenn wir mal. Ja, das Problem ist halt, wir haben bisher noch keine Bögen. Ja, ist aber nicht schlimm. Warte mal. Oh, ich habe eine Idee. Für alle Fälle. Komm nochmal her kurz. Ganz kurz, komm her, ich habe das gerade mit, das Nötige. Kann ich gleich machen, warte. Ja, komm. Ja, komm einfach ganz kurz her. Ganz kurz. Weil ich habe was ganz Spezielles für dich, dass ich craft mir dann oben eins. Weil jetzt oben auf dich zu warten, wäre dumm. Ich mache das so gleich. Bitte. Oh ja. Das ist gut. Weil dann kannst du gleich, wenn du noch unterwegs bist. In meinen harten Reisen. Ja, das auf alle Fälle. Genau deswegen habe ich es dir gemacht. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist nur dieser Grund. Warum ich dir das jetzt gegeben habe. Nur dieser eine Grund. So. Alter, hier sind so viele Kieswände, Alter. Die sind kilometerweit noch gefühlt nach oben gestreckt, die scheiß Kieswände. Mhm. Und Eisen und Gold. Ah, nee, Gold habe ich noch nicht gefunden. Aber Eisen ohne Ende. Gut, dann schaue ich schon mal hier. Na, ich sehe schon. Es ist draußen wieder Tag, es ist gut. Ach, stimmt, ich kann ja mal den Leuten fragen. Schreibt mir in die Kommentare, was ist eigentlich, das habe ich beim letzten Mal durchgelesen, ja, weil da irgendwas gepostet wurde auf Instagram. Ich habe Instagram. Komm zum Punkt! Ja, leise, lass mich kurz überlegen. Ja, hab's irgendeine scheiß Aufklärung zu Videospielen. Und zu wem gehört ihr? Wenn ihr beispielsweise, es gibt ja die Sternzeichen, ne? Also, wo du geboren wirst, da hast du ja bestimmt, kriegst du ja ein Sternzeichen. Jeder Monat hat doch einen bestimmten. Ich bin der Schütze. Markus, was bist du? Was? Sternzeichen? Ja. Ich bin Jungfrau. Jungfrau. Schütze? Ich weiß jetzt nicht. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Du bist Schütze? Nice. Okay, Dezemberkind. Hallo. Ich habe 4 Tage vor Weihnachten Geburtstag. Wenn das jeder wissen soll, dann okay.
Ich kenne halt so viele Leute, die im Dezember geboren sind. Ich verstehe nicht. Warum jeder im Dezember? Aber es liegt um was daran. Also Leute, die beispielsweise Schütze sind, die lieben Shooter-Games angeblich. Hat nicht mit dem Namen Schütze zu tun, sondern hat einfach nur was zu tun mit der Eigenschaft. Also Eigenschaften mit das beispielsweise bei Videospielen. Shooter, du magst Sniper-Spiele, also du kannst sehr gut schießen, bist zielgenau, hast gefühlt ein Adlerauge für alles. Das beispielsweise stimmt bei mir bei Minecraft wegen dem Bogen. Ich treffe gefühlt mit dem Bogen sehr, sehr viel. Ja, okay, mit dem Bogen bist du echt gut, das stimmt schon. Aber ich habe dich auch schon mal in unserem damaligen 1v1 PvP-Battle, in den ganz langen, ich glaube, da habe ich dich einmal mit dem Bogen so richtig schön ins Köpfchen getroffen und da habe ich dir richtig weh getan. Ja, das stimmt. Also ich sag mal so, nicht alles muss ja immer stimmen, aber... Nee, du kannst gut mit dem Bogen umgehen, das stimmt, aber du kannst den Pfeil nicht ausweichen. Also du bist vielleicht gut mit dem Schießen, aber vom Ausweichen her hast du so deine Mankos. So, hier ist nichts mehr. Gut. War's gut? Hm? Tim? Alles gut? Tim, alles gut? Oder hat er sich jetzt gerade gemutet? Bin wieder da. Ah, okay, gut, ich war gerade verwirrt. Nee, und das hat halt was mit den bestimmten Sternzeichen zu tun, beispielsweise. Also, die Schütze haben viel mit Ballerspielen zu tun, mit Zielgenauigkeit spielen, also so wie beispielsweise Sniper Soldier, beispielsweise so ein Spiel, was ich gerne spiele, weil ich bin halt, ich liebe es halt, Leute zu snipen, beispielsweise jetzt. Kann ich das alles erwähnen? Ich habe mit einem Kumpel noch gespielt Fortnite. Ich habe nur von allen Sniper-Schüssen geschossen. Ich glaube, ich habe 10, 20 Mal geschossen in der Vergiss Runde. Vergiss nicht zu atmen dazwischen, weil sonst versteht dich keiner. Also, ich habe in der Runde, weiß nicht, glaube ich, 20 Mal mit der Sniper geschossen und glaube ich, es haben 19 oder 18 Schüsse getroffen. Zwei, drei dagegen, glaube ich, zwei gegen daneben, ja. Also, ich liebe es zu snipen, als recht in bestimmten Spielen, wo richtig gut die Optik des Spiels und die Sniper hier wäre gut aussehen. Und wenn ich dich mal fragen dürfte, wir haben jetzt, warte, wo ist es? Wir haben jetzt 24 Diamanten. Wie kann 24. Schon einmal, ja. Ja, soll ich mir schon mal eine Brustplatte machen? Warte mal, umgerechnet heißt das. LOL! Umgerechnet würden sich zwei Brustplatten und zwei Schuhe ausgehen, genau. Aber Schuhe brauche ich nicht. Dann spare ich lieber auf noch eine Hose. Aber eine Brustplatte willst du dann später? Ja, eine Brustplatte nehme ich und eine Hose nehme ich. Okay, ich mache mir auf alle Fälle mal eine Brustplatte. Habe ich schon gemacht. Ich versuche aber noch ein paar Diamanten zu finden, weil ich will eine Hose auf jeden Fall haben. Eine Hose. Die kannst du dir eh so leisten. Das wird sich so rausgehen mit denen, die ich jetzt habe. Also ich bin jetzt mal mit einer... Weil ich würde mir schon noch die Schuhe machen wegen Schutz und sowas. Einfach nur wegen dem Schutzfaktor. So, ich verzauber trotzdem mal meine Dia-Brust schon mal auf Schutz 1. Das alles Spätere mache ich alles dann, glaube ich, mit Büchern. Wow, dreimal Schuss sicher, ich hasse dich. Ja. Ich mache auf der Axt jetzt Nemesis der Gliederfüßer. Und Effizienz 1, nice. Okay, Schutz 1, das ist gut. Ja, einfach nur schon mal ein bisschen verzaubern halt. Leute, also ich will nochmal vorwarnen. In den nächsten paar Folgen könnte es immer mal vorkommen. Ich versuche es zu verhindern und habe auch allen schon Bescheid gesagt, wenn man aufnimmt, sollte man ja nicht gestört werden, wegen professionelles Gameplay. Habe ich Markus auch Bescheid gesagt, sollte es mal vorkommen, dann tut es mir leid, Leute, aber... Passiert. Ja. Du musst da bedenken, dass ich es nur schwer rausschneiden kann, weil... Ja, also Leute, ihr müsst das mir verzeihen. Was soll ich dagegen tun? Nee, wir verzeihen dir nicht, verschwindet. Also immer so, tut mir leid, aber ihr wisst ja, wie die Eltern sind, dann hauen die trotzdem... Verzeih dir niemals, verschwinde! Ja. So, ich habe mal Schutz 1, ich hab mal Full Schutz 1 auf alle Fälle, auf alles, auch wenn es auf Eisen eigentlich nicht so viel bringt, aber sicher ist sicher. Ich habe Schärfe 1 und ich habe Effizienz 2 auf der Dia-Picke. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Spinnen suchen. Ja, Spinnen sind halt auch wichtig, wie ein scheiß Bögen. Oder Minenschacht. Und ich kann nur sagen, wenn ich schaffe, mich frühzeitig zu muten, dass ihr nicht hört, dann nicht wundern, wenn ich mal ganz kurz, wenn Markus sich wundert, hey, wo ist Tim, dann nicht... So wie jetzt das Klopfen. Das kam ja wie auf Ruf, würde ich an der Stelle meinen. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Willkommen im Best-of. Alter, das hat ja mal mega gut gepasst. Man könnte schon fast sagen, es war geplant. Respekt, Tim. Genau das sollte eigentlich knapp 2, 3 Sekunden vorher muten, dass man das nicht hört.
Das Timing war perfekt, Junge. Das Timing war sowas von perfekt. So, ich laufe nur noch hier geradeaus, weil ich will ja auch wieder zurückfinden. Ne? Also, ich habe morgen Lottogewinn. Kommt jetzt ohne gleich ein Lottogewinn vor der Tür? Ja, haben Sie Ihre Millionen. Oh, Kürbisse, nice. Kürbispie, genau. Nee, es hat einen anderen Grund, warum ich die Kürbisse feiere. Wegen Enderman. Nee, das auch nicht. Ja, wir haben noch immer Zuckerrohrprobleme. Ich mach die zu. Aus einem Kürbis werden 4 Kürbissamen. Und die hau ich einfach rein in den Kompost, da kriegen wir Knochenmehl. Stimmt, aber wer ist denn die Kürbisse? Die sind auch ganz gut zum Kürbispie, für Kürbiskuchen. Und die heilen übelst wieder Hungerbalken für Notfall. Ja, aber Hunger ist jetzt dann nicht so unser Problem, weil davon haben wir genug. Auch recht. Nee, aber das war schon mal gut. Es waren 8 Kürbisse, by the way. Das sind 32 Kürbissamen und damit kann man viel anstellen. Das stimmt. Ich bin jetzt ein bisschen weit weggelaufen. Ich suche nämlich gerade eventuell nach irgendwas Nützlichem. Hier werden diese komischen Preiselbeeren oder Süßbeeren, wie die heißen. Also ich wusste nicht, aber gut, Feuerstein gerade raus. Also wir haben erstmal keine Probleme, denn auch erstmal von der Zeit lang für Pfeile und Bögen, Scheiße, Zeug. Ja, ich hoffe gerade irgendwie, dass ich hier irgendwo eine lose Spinne finde, aber scheint gerade nicht so. Hier ist wieder scharf. Kann man irgendwie andere Spinnweben kriegen? Ich glaube nicht. Also es geht nur der Dungeon eventuell, wenn wir einen finden würden. Lapis gefunden. Geil. Also, das war jetzt nicht die Antwort, aber egal. So. Lava gefunden. Nicht gönn. Mann, da ist alles nur... Mann, ich hasse die Map. Die ist echt nicht gut. Wieso? Ja, ist nur Kacke. Da ist nur Wald. Kacke. Überall Wald. Nichts als Wald. Wirklich? Nur Wald bis jetzt? Ja, da ist überall nur Wald und ein Berg. Ein stinkender Berg und das war's. Nicht mal eine Höhle. Nicht mal eine Höhle oder so am Boden. Eine kleine Lavaquelle. Eine kleine Lavaquelle. Quelle. Schwelle. Auch Wölfe finde ich so viele. Also wenn immer mal Skelette klatschen würden, wäre es auch ganz gut. Okay, nee, das ist ein bisschen zu gefährlich. Skelette jetzt klatschen? Nee. Stimmt. Vor allem ohne Bogen. Allein sogar mit Bogen ist gefährlich, weil wenn du nicht triffst und der sieht dich dann trotzdem spontan, dann hast du auch ein Problem. Okay, aber die Wölfe sind trotzdem relativ gut dabei, alle Schafe hier in der Nähe zu klatschen. Das heißt, ich brauche die nicht töten. Easy. Geld sparen. Leicht gemacht. Hier sind noch ein paar Schweine. Und was hat das mit Geld zu tun? Nichts. Rein gar nichts. Ich darf nur nicht den Weg verlieren. Also ich bin aber jetzt... ich muss zugeben, ich wusste gar nicht, dass es in Minecraft jetzt schon auf der Switch Capes gibt. Auch wenn man sie nicht selber machen kann, aber... Ich glaube, die gab es cool. Schon eine halbe Ewigkeit, nur ich habe sie auch nie gesehen. Ich habe sie auch mal nie gesehen. Ich wusste gar nicht. Glaube ich noch. Oh ne, es wird Nacht. Boy, es wird Nacht. Warte, ich bleib gleich vor, warte. Ein Bettchen, mach ich gleich, warte. Ja, ich muss auch kurz gucken, wieder, wie ich zurückkomme. Ich glaube, ich habe mich. Nicht, dass ich mich schon wieder verirrt habe. Ja, mein Inventar ist so voll. So. Voll. Wenn ich mich verirrt habe, baue ich mich kurz ein. Wie heißt das nochmal? Professionelles Gameplay? Ja, ich war auf der Lust zu entdecken. Professionelles Gameplay. Ja. Oh, warum gibt es in Minecraft immer noch keine Rucksäcke? Es gibt nur diese Schalker-Boxen, die sind gut als Rucksäcke, aber sonst. Nein! Oh Gott, Alter, war das knapp. Was? Gibt es okay, eigentlich nur Schalker im zweiten End Schalker? Oder gibt es die auch irgendwo in der normalen Welt schon? Gibt ja mittlerweile auch irgendwas Spezielles, was man nur durch Schalker bekommen kann. Okay, scheiße, ich habe mich verirrt. Boah, ich frag mich eigentlich, wie der, wenn ich den Halo-Tempel finde, frag mich eigentlich, wie der aussieht am besten. Du mit deinem Halo-Tempel. Es muss ja irgendwas, was mit Halo zu tun hat. Also bestimmt eine Installation, also ein Ring. Was du mit deinem Halo hast? Tim, ich muss mich wirklich ganz kurz mal irgendwo einbauen. Mach denn das. Ich habe mich tatsächlich verirrt. Dich wirklich verirrt? Stopplot oder so? Nee, das nicht, aber... Nee, das nicht, aber sonst... Bist du blöd oder so? Nee, Markus.
Ja, man merkt aber halt nur, nicht, dass, klar. kannst du mir dann Koordinaten von dir kurz sagen? Klar. Das wäre ganz gut. Kann man sich denn verlaufen? Ja, Hat mein. sich der kleine Und Markus verlaufen? die Zeit der Folge ist auch vorbei. Scheiße, also. Eigentlich müsste ich jetzt Schon? beenden, aber ich baue mir noch kurz ein Bett. Ich würd gern den Tag noch erleben. Können wir ganz kurz eine Pause machen? Ich muss schnell essen gehen. Ja, ist egal. Jetzt mach dir kurz mal. Das Bett stell kurz mal hin. Man muss ihn nur hinlegen. Ja, ich muss das mal craften, sorry. Wenn ich jetzt sterbe, bist du schuld. Ja. Mann, komm! Werkbank, ich hasse dich. So, hier ist ein Bett. Ah, scheiße, ich sollte noch rundherum ein bisschen bauen. Weil nicht, dass ich dann auf einmal, du weißt schon, wo rauskomme. In die Wand. Und dann so sterbe. Das wäre suboptimal. Ich baue mir so einen kleinen Schlafraum ganz kurz. So, hier Fackel. Sicher ist sicher. Gut. Es sind Monster in der Nähe, ich könnte kotzen. Okay, kann ich Nee, ja wieder aufstehen. Goddammit. Ja, ich schau gerade. Mann, als ob. Das kannst du doch jetzt nicht bringen. Ah, jetzt bin ich im Bett. Jetzt bin ich im Bett. Geh sofort. Bitte mach es und dann beenden wir die Folge. Komm, mach schnell. Oh, danke. Gut, Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.